Aufräumarbeiten nach Naturkatastrophe. Denn am Wochenende ist der Taifun Yagi über den Norden Vietnams hinweggezogen. Dabei wurden Bäume entwurzelt, Häuser beschädigt und Straßen überflutet. Offiziellen Angaben zufolge sind Dutzende Personen ums Leben gekommen und Hunderte wurden verletzt. Der Taifun Yagi, der als stärkster Sturm Asiens in diesem Jahr gewertet wurde, war am Samstag auf die Nordküste des Landes getroffen und hatte schwere Verwüstungen angerichtet. Besonders betroffen waren die Regionen Quang Nhi und Haiphong, wo die Strom- und Telekommunikationsversorgung zusammenbrach. Die Behörden in Vietnam warnten vor weiteren Überschwemmungen sowie Erdrutschen. Zuvor hatte der schwere Sturm bereits die Philippinen und China heimgesucht und auch dort mehrere Menschenleben gefordert.